Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, da sind wir wieder in einer neuen Session und wir begeben uns gerade auf dem Weg, einen schönen Schatz zu erbeuten, wenn wir nicht sogar mal eben plündern gehen können, wenn ich das richtig sehe. Das werden wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Und mit Kirtwis, den wir ja das letzte Mal besiegt haben, sieht das ganz gut aus hier. So, erstmal wieder reinkommen. Sperrgebiet. Ah, diese wunderschöne Schneelandschaft, ne? Ja, sehr gut. Ah, Nummer 1. Gehen wir uns direkt mal den Schatz angucken. Ach, den hatten wir schon. Och, ich glaub's ja gar nicht. Waren wir hier etwa schon? Ist ein Fuchs. Achtet auf Finn. Ich glaube, wir kennen die Insel schon. Was? Verschwinden wir! Gucken wir nochmal in Ruhe. Ja, hier waren wir schon mal. Hier gibt es leider nichts Besonderes. Okay. Aber ich habe eben gesehen, wir hatten hier ein bisschen Eisenerz. Das wollen wir natürlich mitgehen lassen. Ich habe mal nochmal ein paar Einstellungen optimiert, dass das Ganze noch ein bisschen sauberer läuft. Ein paar Sachen stören mich nach wie vor. Ich glaube, die kann ich aber leider auch nicht ändern. Solange wir letztendlich, ja, das Game einfach nicht besser optimiert wird, ne? So, aber es sieht gut aus. Haben wir's? Oder seid ihr da noch am Kämpfen? Ihr kämpft da alleine gegen den Bogenschützen, ne? Ich töte dich! Ja! Ja! Weg mit dir! So, das soll es aber fürs Erste reichen, ne? Ja, das soll reichen. Schön mitten in der Nacht. Alle wieder zurück. Was ist halt. Das sieht halt so gut aus, ne? Also nach wie vor, ich bin total überrascht, wie klasse das Game doch eigentlich ist. Assassin's Creed hat hier eine super Leistung hingesetzt. Mal wieder, ne? Und kleiner Fun Fact: Ich habe mal geguckt, das letzte Assassin's Creed, das ich gespielt habe, jetzt 7 Jahre her. Ist natürlich schon eine Zeit, ne? Singt uns ein Black. Lied. Ein Lied ist gut. Ah, so. Klingt auf jeden Fall ganz nett. Wir haben ja unsere Hauptmission, dafür müssen wir mal eben kurz auf die Karte geguckt. Weit hoch in den Norden. Ne? Ich meine, wir sind ja hier. Ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber das sieht mir so aus wie Norwegen, Schweden, Dänemark, so um den Dreh. Die Namen sind mir natürlich keine Begriffe. Ich könnte danach googeln bei Gelegenheit. Aber schauen wir mal, wenn es soweit ist. Jetzt holen wir uns erstmal noch ein paar Schätze. Ich würde gerne mich so ein bisschen mal umschauen. Wenn wir die Möglichkeit dafür haben. Hilf mir. Sei meine Augen. Das ist schon sehr cool gemacht, ne? Mit so einem Begleiter. Selbst hier können wir nochmal überfallen. Wir machen später weiter. Wow. Also, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das finde ich sehr schön. Ne? Es ist so ein bisschen Farmarama. Ich glaube, das ist auch so ein, ich sag jetzt mal, Hauptspiel, ne? Ich will eine Saga hören. Als ich 11 Winter zählte, war ich der jüngste meiner liebsten Spielgefährten. Ein wildes Rudel meiner Vetter und Basen. Zusammen mit unseren Eltern besuchten wir ein Fest im Heim von Halfdan dem Schwarzen aus dem Haus der Ynglinger.
Um unsere Geduld zu schulen, wurden wir an eine alte Frau gegeben, die uns anwies, Fladenbrot zu backen und es den Jarls zu bringen. Nach einer Stunde waren die Fladenbrottürme so hoch, man hätte ein Dach darauf setzen und es Langhaus nennen können. Als unsere Arbeit getan war, schlug ein älterer Junge, Gudröd, vor, dass wir ein Metfass stehlen, zum Lohn für unsere gute Arbeit. Also schlichen sich Gudröd, Mikkel und Arsa in die Vorratskammer und stahlen ein Fass, während ich Wache hielt. Als wir entdeckt wurden, erstarrte ich. Drei Männer Haralds hielten uns auf. Sie schlugen Gudröd und Mikkel und stießen Arsa zu Boden. Ich stellte mich hin und sagte, meiner, der Met ist für mich. Einer der Männer beäugte mich und sagte nur, das stimmt nicht. Dann gingen sie weiter. Hört, hört, das stimmt nicht. Also, unser Schatz ist natürlich hier oben. Wir müssen nur gucken, wie wir da oben hinkommen. Oh, ich sehe schon, wir müssen da einmal im Halbkreis drumherum. Ja, das sollten wir hinkriegen. Unten drunter sind auch noch zwei Schätze. Ich hoffe, wir müssen da nicht tauchen, weil das Wasser ist wirklich bitterlich kalt, ne? Nee, keine Segel setzen. Das Kommando abgeben. Ist das kalt? Mein Blut gefriert. Nee, keine Sorge. Hier gefriert heute gar nichts. Können wir hier oben hoch? Ja, das ist schon mal sehr gut. Nee, wir können hier nicht hoch. Ah, ich wollte gerade sagen. Dann können wir hier hoch. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie da rankommen. Ja, okay, das hat ja nicht so funktioniert. Können wir hier hoch? Ja, komm. Jawohl, das ist gut. Das ist gut. Damit können wir leben. Ist das jetzt schon ganz oben? Wir kriegen Pfeile. Nee. Okay. Ah. Alles klar. Schönes Rätsel mal wieder, ne? Für nebenbei. Mal gucken, was es gibt. Das ist eine schöne dicke Truhe. Eine Kohlebaffe. Und noch ein bisschen Silber. Eine rote Maske und Silber. So, jetzt müssen wir hier mal eben gucken. Was haben wir da? Überblicke das Land, Freundin. Oh, wir haben genau unter uns einen Schatz. Oh, da ist er. Oh, wie kommen wir denn da hoch? Wie kommen wir denn da rein? Eieiei, ist das Wasser kalt. Okay, wir probieren es noch einmal. Irgendwo muss ja hier der Eingang sein. Ja, hier. Zu Lasten der Gesundheit. Sehr schön. Leder und Eisenerz erneut. Ah, jetzt aber schnell hoch. Dass die alleine mit dieser Rüstung schwimmen kann. Die werden ne? sofort angreifen. Wer wird angreifen? Wieder ein Sperrgebiet, oder? Zeig mir, was vor uns liegt. Da unterm Eis ist schon wieder etwas? Ach du Emine, okay. Ja, ich sehe schon, wir haben wahrscheinlich ein paar Gegner, gegen die wir kämpfen müssen. Also unterm Eis ist es, ja. Hallo. Bitte, was? Können wir auch unter Wasser kämpfen? Das sieht mir irgendwie nicht danach aus, ne? Ach du Jemine, das war eigentlich nicht so geplant. Komm mal bitte hoch. Au, wow, okay. Aua. Aua, Jungs. So geht das nicht.
Wow. Ich bin kein großer Freund von der Kälte. Kannst du schwimmen? Mit Pfeil im Bauch bestimmt nicht so gut. Also, wo ist der Schatz? Der Schatz war... Da unten war er, ne? Okay. Komm, hinein mit dir. Nee, 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 nee. Du sollst da bitte nur... Eivor? Möchtest du ins Wasser? Ich soll nicht genau. Zu lange in diesem Eisbad bleiben. Doch, das schaffst du schon. Keine Sorge. Jawohl. Sehr gut. Also Schätze sammeln macht auf jeden Fall Spaß. So viel vorab. Aber da hinten haben wir noch ein Lager. Hab ich schon gesehen. Im Augenwinkel. Da werden wir natürlich auch noch eben hingehen, nachdem wir hier die Kisten zerschlagen haben. Kann ja sein, dass irgendwie ein bisschen Plunder mit dabei ist. Aber mehr gibt es gar nicht, glaube ich, zu holen. Und hier haben wir vielleicht ein bisschen Nahrung für uns. Das würde ich begrüßen. Lesen! Ja, gut, okay. Nur so ein kleiner Hinweis über die Raben halt. Nichts Besonderes. Und das war's dann schon. Wer hätte das gedacht? Das ging jetzt ziemlich fix. Okay. Nicht synchronisiert. Ist das nächste Ziel. Ja, wir werden auf jeden Fall in diesem wunderschönen Game mal ein bisschen erkunden, bevor wir da zum Ting hinreisen. Auf J war das, ne? Oder nicht? Wir müssen mal gucken. Vielleicht kann das Schiff ja nicht zu uns kommen. Aber dieses Horn, ne, das ist halt Wahnsinn. Wie ist das denn, wenn wir... Achso, wir haben ja keinen Schnellreisepunkt, ne? Wir probieren jetzt etwas und ich bin gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir es vorstelle. Wir brauchen ja nur eine Stelle, wo das Schiff nah genug rankommen kann, damit wir es rufen können. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Oh, das war nicht so geplant. Ich dachte, wir waren in Richtung Wasser. Okay. Da unten könnte so eine Anlegestelle sein. Ich bin mal gespannt, ob wir dann wirklich das Schiff rufen können. Zum Glück haben wir das schon trainiert, in dem Sinne ausgebaut, dass wir mehr Proviant mitnehmen können. Das erspart uns ein bisschen die Nerven. Also wie rufen wir jetzt das Schiff? Ich dachte, mit J war das. Oder auch nicht. Er sieht es auch nicht gerade nach Anlegepunkt aus. Ich dachte, das geht überall von der Küste aus her. Also hier könnte das Schiff, denke ich mal, auf jeden Fall hin, oder? Das müsste flach genug sein. Oder zählt das dann als Riff oder so? Und nochmal schön ins Horn, ne? Weil es so schön war. Naja, wie wir sehen, sehen wir nichts. Irgendwie klappt es doch nicht. Oder ist es die falsche Taste? Wir müssen mal eben gucken. Langschiff rufen. Nee, das müsste es eigentlich sein, oder? Meditieren, tarnen, Fackel loslassen, Horn benutzen. Also haben wir nur das Horn benutzt, aber nicht unser Schiff gerufen. Jetzt wissen wir, wie es geht. Mein Blut gefriert. Ja, mach dir mal keinen Kopf, denn Blut gefriert schon nicht. So, auf geht's, Männers. Es ist so schön ruhig in der Nacht, fällt mir so ein bisschen auf, ne? Mehr Segel!
Jetzt müssen wir natürlich hier an der Küste mal gucken. Können wir hier vielleicht auch irgendetwas erobern? Können wir da überhaupt im Allgemeinen schon hin? Das wissen wir ja gar nicht, ne? Also, da oben gibt es irgendwo einen Aussichtsturm. Die Frage ist halt, was ist der beste Weg dahin? Sieht eigentlich aus wie, als wenn es jemandem gehören würde. Na, lassen wir uns mal überraschen. In der Nacht. Nacht- und Nebelaktion hier. Nee, das müsste doch quasi gesehen hierzu gehören, oder? Segel runter! Erzähl nachher. Okay, ihr wartet hier bitte. Wir werden uns da jetzt mal ein bisschen umgucken. Aber so, dass uns auch bitte keiner sieht, wenn wir da hochlaufen. Oh, diese Polarlichter, das ist halt so schön. Und keine Sorge, wir werden auf jeden Fall spätestens in der nächsten Folge uns auf den Weg machen mit der Hauptmission, weil ich glaube, wir sind ja immer noch in einer Art Tutorial, ne? So möchte man das meinen. Also ich glaube, wir sind noch nicht irgendwie auf die Welt losgelassen worden. Harhöll. Ein neuer Ort entdeckt. Mal gucken, ob wir einfach übers Dach hin... ja? Hinauf können, wollte ich gerade sagen. Das funktioniert schon mal nicht. Vielleicht hier, an der Statue. Ja, sieht doch schon mal besser aus. Ja, genau so. Weil das Synchronisieren, finde ich, ist immer so eine ganz schicke Sache. Da sieht man alles, was man sehen möchte. Na, komm schon. Noch ein und dann einmal rüber. Sehr gut. Ah, das klappt wunderbar wieder. Selbst mit Maus und Tastatur. Sehr hübsch, sehr hübsch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir jetzt wieder runter, ohne dass wir sterben? Ist da unten Wasser? Oh mein Gott. Ich hab's ja schon gedacht, ne? Aber können wir da nicht reinspringen? Irgendwie mit Anlauf oder so? Hier so? Was ist das? Also geht es doch. Breite deine Flügel aus. Okay, also hier sind einige Sachen, wenn ich das richtig sehe, ne? Wow, da haben wir auch nochmal ein Trinkspiel. Wo sind wir denn hier gelandet? Würfelspiel, das ist ja eine. Das ist ja eine ganze Stadt hier. Da müssen wir gleich mal gucken. Vor allen Dingen, was ist das? Ein Rätsel? Dann mal hinein in die City. Mitten in der Nacht ist es ruhig. Stavanger. Wenn es so heißt. Reichtum verebbt, Freunde sterben. Aber diese Relikte sind für die Ewigkeit. Willkommen, Kriegerin. Sulkes Silberzunge bietet Wundersames aus allen neuen Welten. Seltene Dinge, unbezahlbare Artefakte. Und doch lässt du dich dafür bezahlen. Alles hat seinen Preis. Und ich verlange nur einen Bruchteil ihres Werts. Wie wär's mit einem Teil vom Kreuz Christi? Schlangenhaut aus Ragnar Lodbrocks Todesgrube. Diese Dinge sehen nicht sehr beeindruckend aus. Wie dieser alte Schuh. Der gehörte einst dem ersten christlichen Papst. Oder war's ein Heiliger? Jedenfalls bringt er den Segen ihres Gottes. Den werden sie bei so einem Schuh auch brauchen. Und was ist das für ein alter Lederriemen? Ein Schildgurt des Helden Sigurd. Er verlor ihn im Kampf gegen das große Untier. Ja, meine Mutter hatte einen, der so bestickt war. Und was ist mit diesem Helm? Das war der Helm, den Halfdan der Schwarze trug, als er im Kampf verstarb. Er wird dich schützen und gute Ernte einbringen. Das ist eine Lüge. Das ist der Helm meines Vaters Varin. Er trug ihn in der Nacht, in der er starb. Hey,
Ava? Jetzt erkenne ich dich. Sulke, die Schlange. Das sind Dinge aus meinem alten Haus. Wie viel Silber hat Qt wie dir bezahlt, um uns zu hintergehen? Kein Silber, so war es nicht. Ich war in dieser Nacht da, aber ich habe nicht für Qt wie gekämpft. Ich bin geflohen. Feigling, ich sollte dich niederstrecken. Nein! Ich habe nichts getan. Das entscheide ich. Okay, und der haut jetzt einfach ab, ja? Wow. Finde den Schlüssel für jedes Thronenschloss. Ist der jetzt abgehauen? Ach, da ist er. Soll ich den jetzt fangen? Achso, okay. Ich sehe schon, wir haben auch Feinde hier im Dorf. Wo willst du hin? Bleib mal hier. Kann ich den nicht irgendwie fangen? Dein Verrat endet hier. Aha. Bitte, ich habe Varin nie verraten. Bei meinem Leben, ich hatte Angst und floh. Und als ich zurückkam, waren alle fort oder tot. Und doch hast du unsere Toten beraubt. Die Überreste ihres Lebens verschachert. Es war alles, was ich finden konnte. Ich habe lange nichts verkauft. Aber das Gewicht wurde zu schwer und ich brauchte Essen, um zu überleben. Das ist kein Leben. Ohne Ehre sind wir schlimmer als Bestien. Und haben keine Hoffnung auf ein besseres Leben nach diesem. Diese Welt ist alles, was ich kenne. Und das Leben ist alles, was mir bleibt. Das würdest du mir nehmen. Nimm aus meinem Laden, was du willst. Nimm alles, aber lass mich am Leben. Okay. Das war ein Rätsel, ich verstehe. So, ihr haut euch. Mehr Glück bescheren als mir. Okay, damit haben wir den Schlüssel erhalten. Sehr, sehr cool. Aber warum haben wir hier jetzt eigentlich noch Feinde in diesem Dorf, wenn wir uns doch hier frei bewegen durften? Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Attentat, Attentat. Ja, okay. Naja, lassen wir es erstmal so stehen. Wo hatte der denn jetzt nochmal seinen Laden? Oh, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo er seinen Laden hatte. Da ist noch ein Rätsel. Oh, ich glaube, wir gehen einfach mal von A nach B und sammeln alles ein. Wir werden das schon finden. Was der... Oh, Sperrgebiet, das ist das. Achso, nee, 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 ich will nicht, danke. Sind das Feinde? Okay, können wir die irgendwie abhängen oder sowas? Kein Seder kann dich jetzt noch retten. Okay, here we go. Die wollen ja nicht anders, ne? Aber ist das jetzt gut oder schlecht, dass wir hier gegen die kämpfen? Ich weiß ja nicht. Wir tragen auf jeden Fall nicht unser Wappen. Ah, diese Bogenschützen, ne? Was ist wieder los? Was kommst du da rum? So, der nächste bitte. Okay, ich glaube, jetzt haben wir Ruhe, oder? Also ist das doch noch ein Lager von denen, wenn ich das richtig Clint, sehe. Ich muss auf die andere Seite. Oh, wieder versiegelt. Eieieiei. Rätsel über Rätsel. Wie kommen wir hinein? So wie ich das sehe, gibt es hier nur ein Dach. Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, lass mal oben gucken, ob wir reinkommen. Obwohl das eigentlich nicht danach aussieht. Doch, da. Ihr seht's. Immer so kleine, schöne Schwachstellen. Und einmal hinunter. Ah, sehr gut. So, was haben wir denn hier Schönes? Ein Kohlebarren, schon wieder. Wow. Das ist natürlich für uns eigentlich ganz, ganz gut. Hortbefehle. Versteckt den Hort nicht nur in einem Haus. Denkt an den letzten Sommer. Qt wie, so heißt er, ne? Glaube ich, so wird es ausgesprochen.
Er wird sich jeden Verlust in Blut bezahlen lassen. Okay. Mehr hatten wir ja nicht. Doch, hier haben wir noch ein bisschen Plunder. Das können wir mitgehen lassen. Aber leider nichts zu essen. Aber ich glaube, das ist gar kein Problem. Sehr schön, meine werten Ladies and Gentlemen. Dann machen wir hier, denke ich, mal eben kurz einen Break. Und dann sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Läuft bis dato sehr geschmeidig. Und finde ich auch sehr gut, dass wir uns mal selbst ein bisschen umgucken können hier. Bis dahin.